Geschäfte in einem Heim eingeschlossen waren, schildert Ludger Poth in seiner Tageszusammenfassung. Der Tag nach der dritten Gewaltnacht in Rostock. Normales Bürgerleben vor der zentralen Erfassungsstelle für Asylbewerber im Stadtteil Lichtenhagen. Doch viele Menschen, die in den vergangenen Nächten noch den rechtsradikalen Randalieren applaudierten, sind nachdenklich geworden. Besonders nach der vergangenen Brandnacht nun öfter Erschrockenheit und Beschämen. Schlechte Lebensverhältnisse wegen der Asylantenströme brachten zwar viele Bürger im Viertel auf. Doch brutale Übergriffe dieser Art hatten wohl immer mehr so nicht gewollt. Dass da niemanden gesagt hat, so jetzt ist Feierabend, Schluss, Jungs. Und gestern, ich verstehe auch nicht, dass die Bevölkerung gestern nicht dazugepackt hat, wie sie gesagt hat, Mensch, Jungs, hört doch auf. Habt ihr nicht gehört, was der Bürgermeister gesagt hat? Es soll ab 1. September alles vorbei hier sein. Nein, im Gegenteil, sie haben sie gestern Abend noch gesagt, los, vorwärts mit euch. Und haben noch applaudiert, was sie hier gemacht haben. Wie räuchern sie aus, brüllten die Brandstifter, als die ersten Molotow-Cocktails in die Wohnungen und Büros des Asylantenheimes flogen. Zwar sind die rumänischen Asylbewerber seit gestern evakuiert. In dem 10-geschossigen Gebäude wohnen aber noch 100 Vietnamesen und das schon seit DDR-Zeiten. Am frühen Abend waren Polizei und BGS bei Beginn der Krawalle noch gegen die Randalierer vorgegangen. Aber dann änderte die Polizei ihre Taktik. Für Augenzeugen völlig unverständlich. Sie berichteten übereinstimmend, die Sicherheitskräfte hätten sich plötzlich überraschend zurückgezogen. Damit wurde den Randalierern ein Aggressionsvakuum überlassen. Noch unverständlicher, Polizei und BGS griffen auch nicht ein, als dann die Brandstifter zuschlugen. Dadurch wurde obendrein der Feuerwehreinsatz verzögert. Erst anderthalb Stunden später konnte die Feuerwehr löschen, weil sie vorher immer wieder von Randalierern angegriffen wurde. Der Vorwurf gegen die Polizeiführung, ihre Tatenlosigkeit, hätte Vietnamesen und einige Journalisten beinahe das Leben gekostet. Sie saßen in dem brennenden Gebäude fest. Inzwischen verstärkt sich der Eindruck, die Zurückhaltung oder Unfähigkeit der Polizei ist politisch beabsichtigt. Die Eskalation der Gewalt billigend in Kauf genommen. Ein vietnamesischer Dolmetscher. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Polizei mehr oder weniger absichtlich nichts dagegen unternommen hat. Und warum? Weil, das könnte so sein, dass die Polizei den Zauschlüssigen bzw. Rostocker Bürger und die Randalieren erstmal hochkommen lassen wollen, dass man erstmal zufriedenstellt. Dann haben sie mehr Druck, mehr Mittel, um praktisch mit der Regierung, mit Bonn zu reden. Angriffe gegen ausländische Flüchtlinge als politisches Druckmittel für eine neue Asylpolitik des Bundes? Auch die Rostocker beginnen nachzudenken. Also ich kann mir da zwei politische Gründe halt vorstellen, dass halt die Polizeikräfte meinen, dass sie zu schwach ausgerüstet werden und mehr Polizeibeamte brauchen. Und der andere Grund ist halt, um nochmal deutlich zu machen, dass das Asylgesetz geändert werden muss. Und das ist Verarschung von vorne bis hinten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Bernd Seite, CDU, nutzte heute jedenfalls die Krawalle für seine politischen Forderungen. Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird. Heute Abend jedenfalls haben die Politiker Chance auf neue Randale. Nach dem Fußballspiel Rostock gegen Braunschweig mischen dann vielleicht auch die Hooligans mit. Ministerpräsident Bernd Seite hat bisher jede politische Verantwortung abgelehnt. Ob Innenminister Lothar Kupfer zurücktreten wird, scheint bisher noch nicht klar. Zumindest wurde der Einsatzleiter von gestern, Siegfried Cordus, abgelöst. Wir hatten vor der Sendung Gelegenheit, noch mal ausführlich mit Bernd Seite ein Gespräch zu führen. Ich begrüße nun Bernd Seite, den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern. Herr Seite, der Einsatzleiter gestern der Polizei ist bereits abgelöst worden. Werden noch weitere Minister bei Ihnen ihren Hut nehmen müssen? Der Einsatzleiter von gestern ist nicht abgelöst worden. Die Einsatzleitung hat Verstärkung bekommen im heutigen Tage, um heute zu verhindern, dass es zu weiteren Ausschreitungen kommt. Wir werden am Freitag eine Sondersitzung des Landtages haben. Bis dahin werden wir Berichte zugeleitet und ich werde dort eine Regierungserklärung abgeben über die Vorfälle seit Sonntag in Rostock.
War denn die Polizei gestern überfordert? Hat sie nicht richtig reagiert, die Lage falsch eingeschätzt? Bis 18.30 Uhr war ich selber in Rostock, habe dort Gespräche mit der Polizeiführung geführt, mit dem Innenminister Seiters und mit Innenminister Kupfer. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt voraussehen, dass ab 20.30 Uhr es wieder zu einer massiven Zusammenrottung von Störern kommen würde. Aber es gab doch schon Hinweise darauf, dass eventuell wieder Gewalttaten dort vorkommen könnten. Es gab auch die Anzeichen vorher. Hätte das nicht vorausgesehen werden können? Hätten Sie nicht schon vorher reagieren müssen, die Asylbewerber schon im Prinzip vorher in Sicherheit bringen müssen und die Vietnamesen, die sich in dem Haus noch befunden haben, im Prinzip nicht gefährden? An diesem Tage, zu diesem Zeitpunkt, war dieses Asylheim bereits geräumt. Nebenan in einem anderen Aufgang wohnen seit 2 Jahren Vietnamesen, die einen nicht Gastarbeiterstatus haben. Sie haben überhaupt nichts mit den Asylanten zu tun. Die Polizei hat natürlich die Szene abgeklärt, das weiß ich. Aber zu diesem Zeitpunkt war nicht vorauszusehen, dass es so einen scharfen Angriff geben wird. Die Polizei war in Stärke von ca. 600 in der Stadt. Meinen Sie also, dass die Polizei richtig reagiert hat? Nun, das wird sich alles rausstellen, wenn ich die Berichte habe bis zur Landtagssondersitzung. Derzeit, muss ich sagen, hat die Polizei gut reagiert. Die Einsatzkräfte haben ihren Dienst getan, ihren schwierigen Dienst, denn sie sind in dieser Zeit heftig angegriffen worden mit einer außerordentlichen Brutalität von Autonomen, von Rechten und von Linken. Ungefähr über 1000 sind gegen die Polizei vorgegangen und es war nicht einfach für sie, dieses Problem bis 3 Uhr früh dann zu lösen. Aber wie konnte es denn dazu kommen, dass die Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe, nämlich in 100 Meter Entfernung, dort gestanden haben sollen und keinen Einsatzbefehl bekommen haben sollen und der Feuerwehr im Prinzip nicht den Weg bereiten konnten, um da zu löschen? Herr Cordes, der verantwortliche Einsatzleiter, hat heute vor der Pressekonferenz berichtet, dies ist nicht so, das stellt sich nicht so dar. Ich muss also diese Vorwürfe in dieser Form zurückweisen. Sie haben nicht ausgeschlossen, dass es einen Rücktritt von Innenminister Kupfer geben wird. Sie wollen sich dazu später äußern. Meinen Sie denn noch, dass er den Posten weiter behalten kann? Ich habe heute in der Fraktion...